Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Parables. Der Orden der Rotkäppchen. Ja, genau. Hier ist die Goretti und zusammen mit Strickmamsel und Platypus machen Hallo. Wir wahrscheinlich unsere letzte Folge in diesem Spiel. Ich bin mal gespannt. Lass dich überraschen, sage ich dazu nur. Ja, dann wollen wir doch mal durch das Portal wieder zurück. Da liegt ja der König und wir müssen da mal rechts in den Raum rein. Da kann man wimmeln. Ganz genau. Oh ja. Wandelt sich hier irgendwas? Erdenland-Insignie, oh Gott. Nee. Erdenland-Insignie, na dann. Achso, ihr fangt schon an. Ja, der Strickmama ist einfach reingegangen. Also, ja, ich weiß, ich bin doch immer so ungeduldig. Du ungeduldiges Mädchen, du. Ach, wenn's schlimmer nicht wird, dann geht's ja. So ist es. Ein großes Stück ist auf dem Teller links hinter dem Schwert. Ich bin fertig. Aus Versehen. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los heute? Ja, keine Ahnung. Ich brauche noch ein Teil aus dem linken Bild. Nee, noch zwei Teile. Ein Teil. Entschuldigung. Sieht aber schön aus. Ein Gekröse. Mit so ein Gekröse. So ein Gekröse war unter dem Tisch. Hing so ein Gekröse, das ja, weiß ich da noch. Ja, da war's. Genau. Ihr hopps. Na denn. Platti? Yep. Okay. Erdeninsignie. Aber hier müssen wir noch irgendetwas ankleiden. Ich weiß auch nicht, was sie da angekleidet haben will. Hier wandelt sich aber auch nichts. Müssen wir vielleicht noch so einen goldenen Schuh finden? Das könnte natürlich sein, ne? Von Aschenputtel war das, ne? Sozusagen. So, jetzt mal ganz verstärkt nach Chamäleon-Objekten gucken. Ja, ich wandere schon durch den ganzen Bilder und guck einfach mal. Vielleicht finden wir ja doch noch das eine oder andere. Es fehlt eigentlich nur noch eins, ne? Ja, richtig. Tja. Und Platti, du bist doch diejenige, die immer so ein geiles Auge dafür hat. Ja, ich bin von Anfang an eben schon mal so ein bisschen was abgelaufen, aber ich glaube, hier und oben bei den Schwestern haben wir alles gefunden. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal hier so im Schloss gucken. Da, wo die Schriftrollen waren, da ist nichts mehr. In der Werkstatt vielleicht? Ne, hier hatten wir, glaube ich, auch schon mal eins gefunden, oder? In der Werkstatt? Obwohl, das ist ja auch kein Garant mehr dafür, nee. Dass dann hier keins Manchmal mehr ist. Hat man ja sogar zwei in einem, ne? Mhm. Oder auch drei. Ne, drei hatten wir, glaube ich, noch nie, ne? Nee, drei. Nee. Meine ich. In der Kirche? Yep, in der Kirche. In der Kirche? Jawohl. Wo denn da? Da ist eine Seite der Bank, wo der Typ drinne sitzt. Ah? Da wandelt sich was. Jo, alles klar. Tatsächlich. Wir haben sie. Wir haben sie. Alle 20 Objekte. Das heißt, wir können voranschreiten, oder? Voranschreiten, jo. Ganz genau. Straightforward. Das heißt, auf in den Palast. Aber es fehlt auch noch ein Parabelstück, ne? Aber gut. Die Parabelstücke habe ich, glaube ich, auch in dem letzten Spiel nicht alle gekriegt. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt bei den beiden Rittern in die Tür rein. Richtig. Nee, jo. Ach, dann können wir auch erstmal wimmeln. Und hier können wir aber sicherlich was ansetzen. Die runden Symbole der Göttin eigentlich halten sollten, sind anscheinend verschwunden. Blass, bla 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 bla. Ja, die eine kann man schon mal einsetzen. So ist es. Und dann können wir wimmeln. Wimmeln wir doch. Auf geht's. Ein Glasschuh, siehst du? Ich hab mir's noch gedacht.
War klar, dass wir das Glasschüchlein wiederfinden müssen. Es ist doch irgendwie in fast jedem Dark Parables Teil hast du doch fast immer so einen Glasschuh gehabt oder sowas. Komisch, Art, ne? Oder? Da unten sitzt eine Ratte. Oh, ist die süß. Ich weiß nicht, was du... Naja. Ich mag Ratten. Warum? Ich auch. Mäuse mag ich auch, aber die stinken so bestialisch, Mäuse. Eine Maus habe ich mal gehabt, eine kleine weiße. Ja, die stinken doch widerlich. Nein. Oh, mm-mm. Doch, die Wenn stinken. Wenn die im Käfig sind und die werden sauber gehalten, dann stinken die nicht. Naja, und jeden Tag das Streu ausgewechselt. Meine kleine Toni damals. Und einen Hamster habe ich mal gehabt. Habe ich die Geschichte schon erzählt? Ne, erzähl. Meine Schwester, meine jüngste Schwester, Karin, wollte unbedingt einen Hamster haben. Dann hat sie Mama gefragt, Mama, darf ich einen Hamster haben? Ich habe auch schon alles zusammengespart dafür. Nix an den kommt mir nicht ins Haus. Und dann hatte ich Geburtstag und ich habe von meiner Schwester einen Hamster geschenkt gekriegt. Und da hatten wir einen. Und da konnte Mama nichts mehr sagen. Ah, geil. Ach, und schön. Der Hamster hieß Herkules. Herkules. Ja. Wie geil ist denn das? Das ist ein geiler Name für einen Hamster. Ich habe das letzte Teil gefunden. Ehrlich? Ich brauche noch 1, 2, 3, 4, 5 Teile brauche ich noch. Oh Gott. Was ist denn los mit euch? Ja, deine Mama, ne, ist halt keine richtige Frau, die kann keine zwei Dinge, wobei man kein Mensch zwei Dinge gleichzeitig wirklich kann. Ne? Also doch, ich kann stricken und Fernsehen gucken. Wow, ich kann laufen und atmen. Das ist aber ganz wichtig. Ich habe aus Versehen jetzt das letzte Teil angeklickert. Laufen und atmen. Juhai. Ah, ich brauche noch 3 Teile. Einmal, das aussieht wie so ein gläserner Schuh. Das ist auf dem Schoß der Puppe. Tatsächlich. Und dann noch sowas, was aussieht wie ein ganz kleines Tässchen. Wie ein... Kleine Tasse, wie eine kleine Tasse. Vielleicht oben auf dieser blauen Vase drauf? Dann habe ich das schon. Ich kann... Eine kleine Tasse? Leider nichts mehr sehen irgendwie. Ach, ich hab's. Da war's bei der Puppe, bei dem Glas, bei dem blauen Glas lag das. Hast du vollständig? Ich hab vollständig. Ich hab da ein Glas. Wunderbar, ich auch. Lass uns den doch mal einsetzen. Den Glaspantoffel. Zack. Okay. Was? Ah, da kriegen wir die andere Scheibe. Ah, okay. Gut. Auch wieder zurück. Hoppa. Wieder da rein und die Scheibe eingesetzt. Zack. Wir kriegen was? Eine Kralle oder was ist? Oh, nee, das war das letzte Parabelstück. Nee, mir fehlt noch eins. Oh, hier ist tatsächlich das letzte Parabelstück. Das heißt, von die Parabel läuft raus. Von der gefallenen Schwester fehlt mir noch eins. Irgendwo habe ich wieder mal nicht aufgepasst. Dann lasse ich das mal laufen. Two childhood friends. Theresa and Elder. Wir da den Bogen drauf machen? Ja. Elder Sister in the Order of the Red Riding Hood Sisters. Habt ihr das gemacht? Ja, lass mal eben hören. Theresa was widely regarded to be the favorite for the position. Seeking to prove her superiority, Eldra ventured into the fabled Mist Kingdom and defeated the Wolf Lord. Her victory gained her the White Wolf Talisman. A powerful relic which amplifies the user's negative feelings and grants the user special magical powers and command over the Mist Wolves. Sensing its imminent destruction by Eldra, the talisman struck, magnifying Eldra's ambitious feelings by 100-fold and tempting her with its power. Corrupted by the talisman, Eldra plotted to use the 7 Moonstones to bring eternal night, bridge the Mist Kingdom to ours forever, unleash her Mist Wolves, and rule the world as the Wolf Queen. Weißt du Bescheid? So, und das war's.
Und ihr habt da was drauf gemacht? Den Bogen? Ja. Oh, oh mein Gott. Da kommt ja richtig Farbe ins Spiel. Wow, wir haben einen Nebelbogen. Yo. Oh, das heißt, wir müssen jetzt damit wohin? Einen zurück und dann wieder durch das Türchen in der Mitte. Da stehen sie alle. Ich glaube, das ist tatsächlich das Ende des Spiels. Ja. Rutchen, hast du noch was zu sagen? Now I can have my revenge for the loss of Teresa. Natürlich, Rutchen. We can't let the world fall into eternal darkness. We must prevent the Wolf Queen from merging the stones with the moon essence. Auf jeden Fall. Und was hast du zu sagen, du Jägersmann? I've been betrayed by Eldra. I will do what I can to stop the Wolf Queen. Ja, hoppa. Okay. Dann können wir da mal durch, oder? Ja, dann würde ich mal sagen, mit dem Nebelbogen da mal drauf schießen, oder? Jo. Jo. Und dann rinn da in das Ding. Ach, Herr Jemine. Was denn nun? Du musst quasi dafür sorgen, dass die Wölfe, die farblichen Wölfe zu den farblichen Mädels passen. Verstehst du? Indem du die Sachen da in der Mitte anklickerst. Aha. Hä? Oh Gott. Oh Gott, das ist jetzt kompliziert. Bitte lass das ganz schnell vorbeigehen hier. Ja. Gut, dass sie so langsam laufen, die Viecher. Oh shit, shit, shit. Jetzt wird gleich irgendwie so eine Tusnelda von mir sicherlich gebissen. Oh ja. Oh nein, nicht sterben, nicht sterben. Oh, jetzt kommen so viele auf einmal. Jetzt geh da rüber, hör auf damit. Schieß. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Oh Gott. Ist kompliziert, oder? Come to this, Eldra. Detective, this world is collapsing. We need to leave now. Ich hab's geschafft. Meant for this to happen. The talisman's control was too strong to resist. Das war's. Habt ihr es auch? Ja, klar. Bei mir läuft schon längst das Video. Aha. Sehr geil. Das Nebelportal ist geschlossen und die Welt zerfällt. Ich muss unverzüglich bla bla bla. Ah, Das heißt, wir müssen die Welt jetzt hier einfach verlassen, oder wie? Da geht eine Tusselda die Treppe hoch. Ich denke, ich muss hier raus, oder?
Thank you, Detective. You saved us all. Since the Moon Essence was destroyed, our world is no longer threatened with eternal darkness. Ruth, the sisters and I have decided to elect you, our bravest member, to be the new Elder Sister. Thank you, sisters, for this honor. We found some wolf pups. Why don't we raise them to work with us, rather than against us? Let this herald in the dawn of a new era between our sisterhood and the wolves. Sehr, sehr schön. 4 Jahre später. Jo, und damit läuft bei mir schon der Abspann. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Jo, bin gleich auch soweit. Bei mir hat das mit dem Abschießen der Wölfe ein bisschen länger gedauert. Ach, das macht nichts. Ich lasse jetzt auch den Abspann natürlich durchlaufen und ja. Das gibt uns natürlich die Möglichkeit, also wenn ihr wollt, dass wir uns über das Spiel so ein bisschen unterhalten. Also ganz schön mit den vielen Wimmelbildszenen. Ja, ne? Ja. Also ich fand, bisher war das, glaube ich, mein schönstes von der Dark Parable-Reihe. Ich meine, die Dark Parable-Reihe, die geht ja noch ein ganzes Stückchen weiter. Es gibt ja auch noch sehr viele Märchen. Ja. Und die nächste wird wohl sein, irgendwas mit der Kürbiskutsche. Es ist ja immer so, ne? Und ja, da müssen wir mal schauen, wann wir dafür Zeit haben. Ja. Zeit finden, das zu machen. Ich weiß ja nicht, was ihr gleich noch machen wollt. 5 Folgen sind es geworden. Ich befürchte, eine dazwischen ist sehr kurz geworden. Das denke ich nämlich auch, dass wir da nämlich keine 20 Minuten voll hatten. Ich befürchte auch, aber egal, dann ist das halt so. Dann gibt es eine dazwischen, die einfach sehr kurz ist. Ja, insgesamt war es natürlich bombastisch. Und ich finde es toll, dass sie am Schluss plötzlich da stehen irgendwie und alle ihre Wölfchen in der Hand haben. Das heißt, ja, süß, ne? Ja, die Rotkäppchen wollen jetzt Wölfchen großziehen. Ja. Das sollen sie mal machen. Na, ob das von Erfolg gekrönt ist. Danke fürs Spielen. Gerne habe ich das Spiel gespielt. War schön. Ja, das war's wirklich. Ach ja. Was wäre das nächste Spiel? Ich denke... Die letzte Cinderella, oder wie das heißt. Ah, da kommt es auch. Das könnte es sein, ja. Da wird uns auch die Kürbiskutsche nochmal gezeigt und da steigt auch jemand aus. Schau an. Mit dem Pantoffel, den wir am Ende zusammengesammelt haben. Wunderbar, weißt du Bescheid. Das Abenteuer geht weiter. Ja, das war's, Mädels. Ja. Am Ende angelangt. Sehr schön. Danke fürs Mitspielen. Das hat nicht mir zu danken, war schön. Sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ganz klar. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuschauern fürs Zugucken. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall, zumindest ich. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allem gesund. Und bis zu dem nächsten Spiel, wenn ihr denn so wollt. Tschüss. Tschüss.